Hallo meine lieben Freunde, bevor das Video jetzt losgeht, kurze Ansage, heute Abend wird natürlich auch wieder GTA Roleplay auf meinem Twitch-Kanal gestreamt, seid auf jeden Fall dabei, es geht gegen 17 Uhr los mit ein paar Reacts, um 18 Uhr starten wir dann allerspätestens mit GTA Roleplay rein, denn heute Abend muss ich meinen Erste-Hilfe-Kurs machen für die Führerscheinprüfung, ich bin gespannt, ich freue mich unglaublich drauf, wir sehen uns heute Abend um 17 Uhr, bis dann, auf Wiedersehen auf meinem Twitch-Kanal. Ach ja, und jetzt lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt und euch dieses Video gefallen hat, Dankeschön. Ich habe ein echt top Angebot für dich. Das ist nicht, machen Sie es nicht. Ja, also ich suche händeringend nach einer Praxis. Theoretisch könnte ich dir mein Haus anbieten. Oder? Das ist ja super hier. Aqua, bitte. Ganz ruhig, Aqua, ganz ruhig. 11 Joules, 100 Joules. So, ich bin mal gespannt, Leute, was heute passieren wird, Mann. Schauen wir mal, was die Insel heute hergibt. Und vor allen Dingen, in wen wir eventuell doch heute hineinlaufen, Leute. Es kann natürlich immer wieder sein, dass wir heute auf verrückte Menschen treffen. Wir hoffen es natürlich nicht. Passieren kann das trotzdem. Sollen wir erstmal einen Roller holen gehen? Chat, was sagt ihr? Kommt, wir holen erstmal einen Roller. Da haben wir nämlich was zu tun, weil wir müssen den unbedingt holen gehen. Müssen wir ganz dringend machen, Leute. Da ist ein Überfall, oder? Und ganz schön viele Polizeiwagen hier. Da ist gerade ein Überfall, Leute. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles super. Warum? Sind Sie verrückt? Hier ist ein Banküberfall. Hier ist eine Sperrzone. Ja, ich bin hier aufgewacht. Gestern viel getrunken. Was soll ich sagen, ne? So, soll ich Sie mitnehmen? Irgendwo hinfahren oder so? Boah, wenn ich mir das Taxi spare. Ich muss aber weit weg, ne? Da passt schon. Ich tue auch 50 Euro Spritgeld geben. Die habe ich. Ach Gott. Ach nee, warten Sie mal ganz kurz. Jetzt ist hier, habe ich am Behindertenparkplatz geparkt? Fahrzeuge wird geladen. Ja, der ist abgeschleppt, der Roller. Na super. Und ja, wenn Sie so nett wären, mich nochmal zurückzunehmen, die erste Therapie setzen und dann mache ich Ihnen dann schön Rabatt. Achtung, hören Sie mal, au. Mal, sind Sie sich sicher, dass Sie einen Führerschein haben, der Herr? Ich habe mal ein bisschen Sorgen um mein Leib und Seele hier. Bitte. Eieieiei, jetzt ist auch noch die Scheibe gesprungen. Muss ich ehrlich sagen, so ganz wohl fühle ich mich bei Ihnen nicht, ne? Sind ziemlich risikobereit. Das ist auch, sind Sie ein Spieler? Sagen Sie mal, spielen Sie viel? Boah! Gottes Willen, der Herr! Sie müssen aufpassen! Sie sind auf der falschen Straßenseite gefahren! Eieieiei, da hat's ihn erwischt. Geht's dem Mann gut? Negativ. Muss der ins Krankenhaus? Selbstverständlich. Können Sie mich beim Rasenmähen absetzen vielleicht? Geht es? Jetzt fahren wir zum Krankenhaus. Angenommen, ich roll mich jetzt einfach ab, wie so ein Stuntman. Sonst hier in der Ecke würde ich auch einfach aussteigen, ist kein Problem. Ja, hier die Ecke, super. Oder die nächste ist auch cool. Du, meldest dich dann, wenn du wieder fit bist, ja? Hey! Jetzt häng ich hier fest, Alter. Ja, bitte. Was geht? Ich hab ein echt Top-Angebot für dich. Du hast ein Top-Angebot für mich, ja? Ja, ich geb dir eine Baseballkeule, ne? Mhm. Baseballschläger. Ja. Und wenn du jetzt hier Stress anfängst und einen damit K.O. schlägst, ja, dass der am Boden liegt, kriegst du $10.000 von mir und $10.000 von meinem Kollegen. Nee, das lohnt sich nicht. Ich bin Psychologe, ich mach sowas nicht. Ich bin ein rechtschaffender und anständig arbeitender Mensch. Was ist denn das für ein Preis? Soll ich die Polizei rufen, die Herren? Haben wir ein Problem? Alles cool, was für Probleme, Mann. Wir haben keine Probleme. Passen Sie auf, angenommen, ich würde jetzt vermitteln, dass die beiden das machen, ja? Kriege ich dann einfach was ab, oder? Nein, pass auf, wenn du es schaffst, jetzt zwei dazu zu animieren, kriegst du von mir 10k Glatte. Anstiften ist schwerer, dann bekommst du von mir 20. Genau, insgesamt 30.000. Dann sind wir bei 50.000. Machen Sie mal ganz Platz, ich versuche das mal ganz kurz. Kleinen Moment. Stopp, bitte, kurz. Hallo? Frage ist jetzt, ob Sie Interesse haben, sich was Geld dazu zu verdienen. Warum nicht? Das ist immer gut. Entschuldigung, hallo? Ja? Sie fragen gerade, ob Sie Interesse haben, sich etwas Geld dazu zu verdienen. Okay. Hier. Ach, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Das ist aber wirklich, das sind Profi. Sie sind Profikämpfer, die Herren, oder? Da wirklich Respekt vor Profikämpfern, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sowas Kampfsport, also ich bin Psychologe, Pazifist, keine Frage, aber Kampfsport finde ich unglaublich spannend. Schön, dass sich sowas hier auf der Insel etabliert hat, wirklich. Also wenn du dem Kopf jetzt richtige Bombe gibst, so... Da muss ich als Psychologe sagen, hey, kommen wir alle erstmal runter. 50k, um den umzuboxen. Zwei Schläge, Digga, höchstens. Da muss ich... Ich würde ihn davon wirklich dringend abraten. Die Haft macht sich wirklich bemerkbar. Oh Gott, jetzt hier mit dem Baseballschläger. Ich kann Ihnen da wirklich nur sagen, machen Sie es nicht. Nein.
Oh Gott, jetzt wird hier geschossen. Jetzt wird hier. Eieieiei. Können die auf jeden Fall einen besseren Roller schon mal geben? Da brauche ich aber einen Führerschein für, oder? Nee. Der ist aber auf jeden Fall ein bisschen schicker. So, den fahre ich momentan sowieso nicht mehr. So, ich gebe dir schon mal den Schlüssel. Ach, das ist wirklich super, super lieb, Klaus. Dankeschön. Das ist ja ein heißer Schlitten, du. Ja, ich meine, das ist ein bisschen was Besonderes, ne? Ach, so Wahnsinn. Wahnsinn. Alles klar. Das ist ja mal heißer Schlitten. Boah, sogar auf einem Reifen hier. Woo! Braucht man für den da auch einen Führerschein? Also, für Quad? Ich glaube, brauchst du auch. Willst du trotzdem Schlüssel dafür? Warte, ich mach dir den ein. Tolles Ding. Ganz toll. Ey, Au. Ja, also ich suche händeringend nach einer Praxis. Also theoretisch könnte ich dir mein Haus anbieten. So. Das ist schon komisch so. Ich hab so wie ein Déjà-vu wie du und ich damals. Und da haben wir uns geküsst. Vielleicht küsst ich dich auch irgendwann, Bernd. Ach Gott, eieieiei. Das muss aber nicht sein, du. Interessante Frau, wirklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ja immer super, wenn Frauen sich auch dann in der Geschäftswelt einfinden und Erfolg haben, ne? Ja, die immer so wahnsinnig inspiriert. Nicht wie meine Frau, die dumme Sau. Die einfach nur den Schwanz vom Dach. Das hier ist das Anwesen. Oder? Ja, das ist genau das mein Haus. Ich mach mal nicht die Tür auf, ne? Ich bin kein Chauffeur. Nee, Klaus, was ist das denn für ein... Rein in die Höhle des Löwens. Wahnsinn. In dem Pool würde ich jetzt nicht reinspringen. Wurde der schon besäubert? Ja, der wurde gereinigt. Was ist denn da passiert? Eine Party oder wie? Ja, wir hatten hier mal, ich weiß nicht, ob dir eine Orgie was sagt. Ja, doch. Das ich war nicht dabei. Ich meiner Frau auch mal überlegt, aber dann hat sie einfach den Schwanz vom Nachbarn in den Mund gehabt. Ne? Oh, wahnsinnig tolle Aussicht hier, oder? Ach, tolles Schlafzimmer. Wahnsinn, wow. Tut mir leid. Was Falsches gesagt. Sorry, nein. Ich habe keine Ahnung, also ich bin nicht so der Kunstgeber. Das ist ja super hier, wenn ich das hier gerade sehe. Schau mal. Das ist also, perfekt, ne? So. Da kann sich ja jeder hinsetzen, da kann ich mich ja daneben stellen und dann die Therapiegespräche machen hier. Also magst du Tiere, Bernd? Unglaublich, klar, ja. Hunde. Ich geb dir was, ne? Das ist ganz selten, ne? Ein Teflonhase. Ja, das ist ein Hase. Ein Teflonhase. Streichel ihn. Einfach aus dem Rucksack raus und dann ein bisschen streicheln, ne? Oh, da ja. Ich mach mal mit mir. Das ist eine Zigarette! Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wie machen wir das denn jetzt mit dem Mietvertrag, Klaus? Bernd, das war Feuertaufe. Bernd wollte. Genau, richtig. Ach super, toll. Also unglaublich, wie ich hier willkommen geheißen werde. Das ist, und ich kann jetzt hier auch Patienten einfach mitnehmen. Ja. Was sind wir denn jetzt hier? Das sieht aber hier ganz nobel aus. Ja, hier gibt es Brillen und alles sowas. Die kann ich mir holen, die habe ich auch Geld für. Die hier ist super hier. Die ist klasse, wirklich. Also ganz toll. Also was schöne Schuhe dabei hier, ne? Das ist doch mal fesch, oder? Das mit ist weiß. Ein schönes Sakko. Toll. Ja, das hier. Das ist doch toll. Sehe ich jetzt so seriös aus, ja? Ja. Das ist so seriös aus, ja. Vielen Dank. 10.000 Küsse an dich. Wirklich, wir sehen uns, ja? Mach's gut. Ja gut, also ich habe jetzt schon, sage ich mal, das ein oder andere Einkommen mir heute erwirtschaften können. Erwirtschaften Sie auch Ihre Einkommen wirklich durch Arbeit? Oder? Ja, natürlich, klar. Also ich habe heute drei Therapiesitzungen. Ach so, sonst, ich habe auch noch gleich ein Date mit dem Taxifahrer, wo ich mich treffe. Also kein Date, aber ein Termin. Da kann ich mich dann einfach abholen lassen. Das ist auch kein Problem. Ach so, okay. Ja, wie du möchtest. Oh Gott, ich habe mich... Aua, bin von der Brücke auf den Highway gefallen. Entschuldigung. Oder? Ja? Geht's Ihnen gut? Danke der Nachfrage. Ja, mir geht's bestens. Schönes Auto ist das. Ich hab Sie eben fallen sehen. Ich bin von der Brücke gestolpert. Ja, tatsächlich. War ein sehr, sehr aufreißender Tag für mich. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen oder? Vollkommen richtig, ich bin leider... Nehmen jetzt einfach schnell diesen Verbandskasten hier, so. Oh, ich hatte so einen Schock. Ich habe sie erst nicht gefunden. Ich bin hier die ganze Zeit hin und her gefahren. Ja, ich habe gerade... Ich war da vorne in den Kanälen. Kanäle? Ja. Schönes Auto haben Sie da. Dankeschön. Habe ich mir hart erspart. Dürfte ich damit mal fahren? 20 Minuten später. Oh mein Gott! Was machen Sie? Oh weia! Nein! Das tut ein mir. Auto. Das tut mir wirklich leid. Das wollte ich nicht. Sie haben ja echt keinen Führerschein. Das wollte ich nicht. Ja, also, das Licht vorne geht schon mal nicht mehr. Okay, es tut mir wirklich leid. Wollen Sie sich eventuell etwas dazu verdienen? Haben Sie zufällig gerade einen Job? Ich meine, ich bin selber knapp bei Kasse, aber wäre es eventuell möglich, dass Sie, also ich meine, zeitweise, bis ich keinen Führerschein habe, eventuell mich fahren würden? Wäre das an euch? Ja, geben Sie mir erstmal Ihre. Ich vertraue Ihnen da jetzt einfach. Sie sind der Einzige, der mich eben gesehen hat, wie ich von der Brücke gefallen bin. Entschuldigung, ganz kurz, ich will mich da nicht einmischen. Entschuldigung. Ja.
Mein Patient Aquaman befindet sich gerade in einer Behandlung. Wir sind gerade mitten in einer Therapiesitzung. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Therapie bei Ihnen, da ist schon für alles verloren. Ich brauche da keine Therapie machen. Ja, wir haben schon. Wir haben schon verloren, alles kaputt. Ja, er hat gestern auch ein Messer in den Bauch bekommen und sowas. Wir sind gerade dabei, das alles ein bisschen aufzulösen und das aufzuklären. Ein bisschen Isolin in einfach einschläfen. Ja, gut. Weil ich sage Ihnen ehrlich, bei Einverständnis ist schon alles verloren. Der Mann heißt Aqua. Nee, das ist Einverständnis. Okay, gut. Ja, jedenfalls sind wir gerade mitten in einer Therapie, also das trifft sich gerade zeitlich nicht ganz so gut. Wie ist denn Ihr Name? Wie ist denn der Name, der Mann ohne Haare? Wie kostet es? Sehr schön. Das in dem Auto sind übrigens, der Fahrer ist Sven und hinten links Tobi. Ich bin hinten rechts. Hallo Bälle, hallo Mobil. Eis. Tobi, nein! Hey, no, kannst du mir doppeln? Ja, ja. Tobi, bitte, hey! Tobi, ich hab nur geguckt! Nein, hey, hast du nicht! Nein, Tobi, ich bin hier selber Gast in dem Haus! Ich kenne dich seit 2 Stunden oder ich bin einer Stunde. Selber Gast in dem Haus hier, bitte hör auf damit! Okay? Und wer hat jetzt Ihnen das Recht gegeben, mich Tobi zu nennen? Hör auf! Immer. Komm, Tobi, komm zu Papa! Oh, Junge, der Pumps Poseidon! Ey! Aqua, bitte! Bernd, du kannst mich gleich mitterrassen. Aqua, bitte. Aqua. Oh Gott, okay. Oh Mann. Aqua, bitte. Kannst du dich kurz hinsetzen, Sven? Hinsetzen. Also auf den Boden. Tobi? Ich will das ausprobieren. Moment. Okay. Oh, wow. Nicht so viel. Okay. Ach, doch, da kenne ich. Das ist Nautilus. Oh Gott, Entschuldigung. Oh, er weint. Ayo, das tut mir. Hey. Das war ein Versehen. Das war ein. Aqua ist mir tatsächlich egal, aber Ayo, hey. Hey. Ayo, guck mal, ich hab was. Da beruhigt er sich schon. Ist das Ding? Der hätte schon eine Dauerbrühe. Oh Gott. Aqua, geht's dir gut? Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Oh, hau, hau. Ei. Gut, wir merken. Ach, das ist Aqua. Wir merken bis jetzt noch keinerlei Sinnesänderung. Okay. Nein. Aquaman, der Beste. Würden Sie denn sagen, dass es schlimmer werden kann? Nein, der scheiß Kerze blendet. Nein, es wird nicht schlimmer, Bernd. Herr Fachkollege. Aqua, ziehst du bitte dein Oberteil wieder an? Nein! Sehen Sie? Da. Eine Besserung. Wenn er einfach zuvor nur hier im Kreis steht. Der hat gerade 2 Sekunden nichts gesagt. Scheiße. Und die Stimme, die sind wieder da. Ja. Aqua, bitte ganz ruhig. Aqua, ganz ruhig, ganz, hey, Aqua, bitte, Aqua, bitte. Ich will jetzt nicht mehr Patienten. Herr Kollege, vielleicht sollten wir nicht mit Gewalteinwirkung versuchen, sondern... Mit 11 Joints! Aqua, bitte, tu die Waffe weg! Aqua, die Waffe weg! Wir gehen jetzt runter und schlagen ihn alle gemeinsam zusammen, okay? Okay. Vielleicht sollten wir uns... Wow, was ist das? Der eine Mann ist ohnmächtig geworden. Der zweite Mann ist ohnmächtig geworden. Herr Fachkollege, ist das richtig so? Das ist ehrlich richtig. Bleib liegen, das ist ehrlich so wirklich. Tschüss. Ich fühle mich nicht so. Einfach stell dir vor, du bist gerade auf einem Weg. Stell dir vor, du bist auf einem Weg. Du rennst in eine Höhle rein. Tschüss, Musik geht wieder, Mann. Du gehst in die Höhle, Edmund. Ich kann nicht, Musik ist zu laut, mach doch die Musik aus.
Tobi, was machst du da? Du bist in die Höhle rennen, okay? Was ist das? Du schaust in diese verfickte Höhle rein. Aqua, hör bitte zu. Ich kann nichts hören, Musik immer. Mach doch die Musik aus. Geht's dir gut? Wach, Kollege. Und in dieser Höhle ist ein Creeper. Mach doch die Musik leiser. Da sitzen, ja, oder setz dich als Beifahrer bitte rein. Das Auto ist zu. Ja, Schlüssel hat. Ich möchte, dass du jetzt gleich aussteigst. Ich war 20 Jahre an der Tankstelle, ich kann jetzt hier nicht. Ich möchte, dass du jetzt bitte aussteigst. Helfen Sie mir. Wer seid ihr? Nein, wir hängen nur ab. Helfen Sie mir. Das ist der Therapeut. Helfen Sie mir. Das ist der Therapeut? Ja, richtig, der will mich hier gerade ins Wasser werfen. Wenn Sie vielleicht kurz aussteigen würden, mein Patient muss das Fahrzeug nun verlassen. Sperren sollte man dann einen guten Tag. Wo ist der Patient jetzt? Oh wei. So, dann bin ich auch gleich hinten zurück. Eieiei. Oh! Aua! Oh nein! Aua!